Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Mein Name ist Stefanie Jerchel. Ich darf Sie im Namen der Thomas Grenner AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Broadcom 9400 Remote Controller Anwendungsgebiete und Tipps zum NVMe-Einsatz. Unser Referent ist heute Dietmar Hinze von Broadcom. Bevor wir mit dem Vortrag starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert ca. 45 Minuten inklusive Fragerunde. Die Fragen können im bekannten Chatfenster gestellt werden, einfach die Frage eintippen und abschicken. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich während des Webinars. Die Aufzeichnung des Webinars werde ich Ihnen im Nachgang per E-Mail zusenden. Zum Schluss kommt wie gewohnt eine Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft in die Planung der Webinare mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Herrn Hinze. So, ich wollte kurz umschalten noch. Gleich haben wir es. So, jetzt müssten Sie normalerweise mein Bildschirm sehen. Frau Jäger, sehen Sie den Bildschirm? Den Bildschirm sieht man ja. Gut, okay. Also, wie gesagt, wir wollen heute über die unsere 3-Mode-Controller sprechen und ein bisschen auf die Anwendungsgebiete und Tipps zum NVMe-Einsatz bringen, da es da in der Vergangenheit doch ein bisschen Probleme gab im Einzelfall. So, ganz kurz, gehen wir ganz kurz rein. Broadcom Overview, wie üblich, 3-Mode-Controller, den Überblick über die Controller selber. Dabei mache ich natürlich einen Vergleich zu den bestehenden 93er-Serie-Controllern. Und dann gehen wir ein bisschen aufs Ökosystem ein und dabei werde ich auch ein bisschen erzählen, wo man die Controller einsetzen kann. So, Broadcom Overview, das ganze Finanzielle lassen wir weg. Broadcom ist tätig im Bereich Data Center, Broadband, Mobile und Industrial und das sind wir in einzelnen Bereichen auch führend. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den Data Center. Im Data Center Bereich haben wir natürlich Ethernet Connectivity, da bieten wir NetExtreme Karten an im Channel. Wir bieten aber auch Switching Devices, Controller und Files für OEMs an, für Switches. Wir selber bieten keine Ethernet-Switches an. Die werden angeboten von großen OEMs wie zum Beispiel Cisco, für die wir dann auch Customer ASICs machen, optische Komponenten anbieten. Den Bereich, den wir heute machen, ist NVMe SATA PCI Express Connectivity. Hier bieten wir Chips an. NVMe Bridge Chips, SAS-SATA Chips, aber auch SAS-SATA Controller. Wir haben noch zusätzlich dann Fiber Channel Controller und Fiber Channel Switches. Switches sind diese Brocade Switches, die wir seit letztem Jahr im Angebot haben. Und um es abzurunden, haben wir noch SSD und HDD Controller für die Device-Hersteller. Gehen wir gleich rein in die 3-Mode Controller. Hier haben wir zwei Familien, einmal die MegaRate-Familie, das sind die RAID-Controller und die Host-Bus-Adapter, die natürlich ein bisschen unterschiedliche Anwendungsfelder haben. Die MegaRate-Controller werden für General-Purpose-Server verwendet, für Bedarf an großen Storage-Systemen, wie man heute sieht zum Beispiel, wir haben schon 16 Terabyte Platten. Wenn ich dann 24 oder 32 Platten reinmache ins System, da habe ich schon recht ordentlich Speicher zur Verfügung. Und da ist auch ganz wichtig, deswegen auch der MegaRate-Controller, Data Protection, also die Datenabsicherung auf den Platten durch RAID-Verbünde. Hostbus-Adapter wurde in der Vergangenheit hauptsächlich verwendet, um zum Beispiel Tape-Devices oder CD-ROMs oder CD-Brenner anzuschließen. Diese Tape Storage ist immer noch ein Punkt für diese Hostbus-Adapter. Es werden auch immer noch externe RAID-Devices angeschlossen, also externe Subsysteme, die dann nicht über Fiber-Channel angebunden werden, sondern direkt über SATS. Hat ein bisschen Performance-Vorteile, aber auch Latency-Vorteile. Und heute bei sehr großen Systemen Software-Defined Storage, da werden Hostbus-Adapter verwendet.
Gleich mal rein in die Boardname-Decoder, damit man weiß, worüber man spricht, wenn man von den Produkten spricht. Wir haben also Brandname zwei Sachen, Megarate SAS oder BCL, Broadcom SAS, das sind die HBAs. Und die erste Nummer wäre dann SAS SATA PISA Express, also alle Produkte fangen im Moment mit 9 an. Danach die nächste Kategorie wäre die Generation. Also wie gesagt, wir sprechen ja Vergleich von 3 und 4 machen wir. Also 3 wäre PCI Gen 3 mit 12 Gig SAS SATA und die Generation 4 wäre auch PCI Gen 3 mit 3 Mode Controllern. Und man sieht schon, was zukünftig kommen könnte mit 5 PCI Gen 4, also dann Gen 4 dann, also die nächste Generation vom PCI Express Bus mit doppelter Übertragungsrate, aber auch mit 3 Mode. Dann der dritte Buchstabe, also die dritte Zahl wäre dann die, was das Gerät kann. Also 0 wäre zum Beispiel ein ganz normaler HBA. In der Vergangenheit hatten wir auch zum Beispiel 9211 angeboten. Das heißt, das ist ein HBA, der hat eine integrierte RAID-Firmware drauf. Das ist quasi ein HBA mit reduzierter RAID-Funktionalität. Das war dann sozusagen so eine Art Einstiegs-RAID für viele. Dafür haben wir jetzt aber die 4er Serie, diesen Megarate Entry Level. Das ist wirklich ein Megarate RAID Stack drauf, der auf, man kann es selber ausdrücken, auf dem HBA läuft, der kein Cache Memory drauf hat, aber fast die komplette Funktionalität von einem Megarate RAID Controller bietet. Also RAID 0, 1, 10 und 5. Was er nicht bietet, ist RAID 6, RAID 60 und RAID 50. Dann haben wir unsere Brot-Butter-Produkte. Die 6er Serie, 6 hier in dem Fall heißt, hier werden nur interne Ports angeboten, also 8i, 16i oder 4i. Und beim 8er Megarate Feature Line, da sind immer externe Ports im Angebot. Das heißt, ein 9460, 16i wird es nie geben, das würde dann halt ein 9480, 16i zum Beispiel. Dann die nächste Nummerierung. Sagt aus, welche SAS-SATA-Ports hinten gibt. Also 16i in dem Fall würde heißen 16 SAS-SATA-Ports oder sagen wir 8i, 8e würde heißen 8 intern, 8 externe SAS-SATA-Ports. Gehen wir gleich weiter zur Familie jetzt. Was wurde geändert zu den vorhergehenden Dreier-Familie? Es gibt neues Chip-Design mit dem ARM-Prozessor. Die alten Produkte haben den PowerPC-Prozessor drauf gehabt. Der hat einen Vorteil, der ist sehr performant. Wobei der ARM ist jetzt performanter, ist eine neuere Generation. Aber er hat einen hohen Stromverbrauch und damit eine höhere Hitzeentwicklung. Das sieht man daran zum Beispiel beim 3961 unter Volllast. Geht die Kerntemperatur schon mal auf 100 Grad hoch, was nicht schlimm ist, weil die maximale Temperatur, die aushält, sind 130 Grad. Beim 9460 haben wir bei gleicher Last eine Kerntemperatur von 65 Grad gemessen. Also ist schon deutlich besser. Dann haben wir einen größeren Level 2 Cache. Da kommen wir nachher beim nächsten Punkt dazu und das OCM. Und dann haben wir neue 3-Mode-Serdes, also die Serial die Wandler, die das serielle Signal umwandeln in ein Parallelsignal. Da haben wir, werden jetzt SAS, SATA und NVMe-Medien unterstützt. Dann intern haben wir den Memory-Controller verbessert, sodass wir 16% bessere Bandbreite haben. Wir haben die Memory-Kapazität erhöht. Also wir haben jetzt standardmäßig bis zu 4 GB DRAM Cache Memory. Und das ist jetzt der Punkt mit diesem OCM Onboard Flash Memory für Automated Cache Offload. Das heißt, das Flash Memory ist ja nichts anderes als ein Schutz für die Daten im Cache bei Stromausfall. Dieses Flash Memory wurde beim 9961 8i wurde das als Modul drauf montiert auf dem Controller. Dass ich jetzt bei dem Controller schon auf dem Mainboard drauf muss, also nicht mehr separat geordert werden in einem Kit. Hier braucht man dann nur noch diesen Supercap separat zu bestellen. Und dann in der Firma haben wir euch auch ein paar Änderungen gemacht. FastPAR für SSDs hat man verbessert
Und dann eigentlich generell dieses Firma-based IO-Processing und parallele IO-Processing hat man verbessert für die 94er-Serie. Was haben wir da als Produkt da? Im HBA-Bereich haben wir 7 Produkte. Wir haben einmal als Einstieg den 94008i8e als HBA, intern und extern. Hier gleich dazu gesagt, bei allen 3 Mod-Controllern extern werden zurzeit keine NVMe Devices unterstützt. Das hat mit dem Clock zu tun, weil extern werden keine RefClock unterstützt, die auf den SD zum Tragen kommen, sondern im Prinzip wird das Standard SRES werden und da müssen erstmal externe Systeme kommen, die das unterstützen. Bei den HiPort haben wir dann ein 94016i und 16e, aber auch ein 8i8e, der sowohl intern 8 Ports und extern 8 Ports hat. Dann haben wir noch für Kunden, die sagen, ja, mit dem der PCI Express mit X8 könnte ja ein Bottleneck sein, haben jetzt auch White Ports im Angebot, deswegen 94.05W. Das W heißt, ich habe einen PCI Express Stecker mit X16 Anbindung. Da gibt es dann einen 16i und einen 16e. Features von dem Ganzen ist ganz klar, im SF8680B, das sind die Standard SATA Anschlüsse, haben wir X1 SAS, X1 SATA und standardmäßig 2 X1 SAS als Dual-Ported. Was neu hinzugekommen ist, ist X2 SAS Multilink, also ein Port Aggregation von den 2 SAS Ports auf der Platte oder auf der SSD. Da muss man halt sehen, welche zukünftige Devices das unterstützen. Beim U.2 Bay werden X2 und X4 NVMEs unterstützt. Eigentlich werden auch X1 unterstützt, aber auf absehbarer Zeit sehen wir nicht, dass irgendwelche X1 NVMe SSDs auf den Markt kommen werden. Deswegen X2 und X4. Das gleiche haben wir jetzt bei den Megaray-Controllern. Wir haben hier 4 Produkte. Wir haben einen 9480 8i8e, wo man intern sozusagen NVMe-SSD anschließen könnte und extern können wir dann zum Beispiel ein größeres RAID-Array mit SAS-SATA-Festplatten aufbauen. Dann haben wir als Einstieg den 9408i, das ist der linke in der Mitte mit dem schwarzen Kühlkörper. Das ist unser Einstiegscontroller. Wie gesagt, der hat kein Cache-Memory drauf und hat ein bisschen eingeschränkte RAID-Funktionalität, also kein RAID 6 unterstützt er. Aber ist halt ein Low-Cost-Controller, der in vielen Anwendungsfällen eigentlich ausreicht und an dem man auch zum Beispiel direkt 2 NVMe-SSDs anschieben könnte in einem RAID 1. Und dafür würde der auch ausreichen. Dann haben wir noch den 94608i hier drin und ganz oben haben wir den 94060-16i. Das ist also der Controller, der wahrscheinlich am meisten hier verwendet wird, wenn man NVMe verwenden möchte, sei es nur NVMe oder im Mix mit SATA. Genau, bei den Key-Features genau das gleiche wie bei den HBAs. Brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Natürlich, immer wenn eine neue Familie rauskommt, haben wir natürlich auch Performance-Vorteile. Links haben wir die HBAs, und zwar die 8-Port-HBAs. Und hier sieht man, dass man von knapp 900.000 IOs auf 1,2 Millionen IOs kommt bei diesem 8-Port. Insgesamt beim 16 und 24 können wir sogar bis zu 1,7 Millionen IOs bringen. Beim Megaraid wird die RAID 5 Schreibperformance gezeigt. Die ging hoch von knapp 75.000 IOs auf knapp 170.000 IOs. Wie gesagt, das ist die RAID 5 Schreibperformance. Die Leseperformance sind wir schon bei 1,4 Millionen IOs. Power Consumption ist ein großer Punkt, habe ich gerade vorhin erwähnt. Der 94.00-Controller hat bis zu 26% geringe Leistungsaufnahme, was natürlich auch wieder heißt, geringe Hitzeentwicklung im System. Beim Megaraid sind es bis zu 25% und beim 8-Port sind es etwa 13%. So, wo kann man die Controller einsetzen oder wo werden die eingesetzt?
Also, es gibt die 93.0-Familie, das sind die 4- und 8-Port-Controller. Die werden, HBAs sind es jetzt in diesem Fall, werden eingesetzt für Backup und Tape und für External SAS Storage für einfache Systeme. Hier der Vorteil ist auch, wie wir auf dem Bild sehen, es gibt auch einen 4-Port noch für intern zum Beispiel. Der 4-Port wird gern für interne Tape-Devices verwendet. Dann die 93.0.5-Familie sind unsere High-Port-Controller. Das heißt, wenn jemand direkt Anbindung haben möchte auf ein oder möglichst viele Ports parallel SAS-Expander ansprechen möchte, ist es auch eine gute Wahl. Wie gesagt, bis zu 24 interne SAS-Ports, SAS-SADA-Ports oder extern bis zu 16. Dann die 94er-Familie ist halt, hier gibt es bis zu 16 intern oder extern. Und hier ist halt interessant, dass halt ich noch eine bisschen bessere Performance rausbekomme bei deutlich reduzierter Leistungsaufnahme und Hitzeentwicklung. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, NVMe SSDs anzuschließen. Beim Megaraid, also nochmal Unterschiede, Entschuldigung, jetzt bin ich schon zu weit gesprungen. Jetzt nochmal die Hauptunterscheidungsmerkmale hier bei den drei Familien sind also der Portcount erstmal, dann die Connectivity, dass die 94er NVMe unterstützen. IR-Support, was ich gerade vorhin erwähnt habe, war bei dem 93er Familie, wurde das noch unterstützt. Ab der 93.05 wird das nicht mehr unterstützt. Wird auch in Zukunft nicht mehr unterstützt werden. Performance, wie man sieht, geht von 1,45 Millionen IOPS bis zu 1,7 Millionen IOPS hoch und von 6 GB bis auf fast das Maximum, was der PCI Express Bus, also der Gen 3 mit 8 Lanes hergibt, sind wir schon knapp dran mit 6,8 GB pro Sekunde. Power Consumption, wie man sieht, geht von 14,5 runter auf 12, maximal 12 Watt beim 16er sogar. Megaraid haben wir genau das gleiche. Wir haben die 93er Familie, wir haben die als, bis zu 8 Ports und wir haben die 93er Familie mit nativ 16 oder 24 Ports und wir haben die 94er Familie mit 8 oder 16 Ports. Wie gesagt, der 93er wieder, 93er gibt es noch als 4, als 4 Port, als 4i zum Beispiel und der HiPort hat halt den Vorteil, dass ich ohne SAS-Expander direkt bis zu 24 Platten, SAS-SADA-Platten ansprechen kann. Der große Unterscheidungsmerkmal zwischen der 93er und 94er Familie ist hier das SSD-Caching. Die 93er Familie unterstützt noch Cachegate, was zukünftig mit dem 94er nicht mehr unterstützt wird. Auch hier nochmal eine kleine Tabelle dazu. Wichtig hier ist wieder der Port Count bei den Einzelfamilien, dann NVMe bei der 94er Familie, dann Cache Size bei der 93er wird in der Regel der 1 Gig Variante gekauft. Es gibt aber auch eine 2 Gig Variante, also ein 93.61 8i mit 2 Gig, aber Standard ist eigentlich der 1 Gig. Bei der High Port Familie so, alle 16 Port haben 2 Gig und nur der 24er hat 4 Gig Cache Memory. Beim 94er hat er 8 GB 2 GB und der 16er hat 4 GB Memory. Cachefold habe ich gerade gesagt. Cachefold Onboard heißt, dass die Flash-Module Onboard sind bei den Highport-Controllern von den die 93er 05-Familie und die 94er-Familie, die haben alle Cachefold diese Flash-Module Onboard. Es muss nur das Supercap separat geordert werden. Beim 93er Standard-Controller muss ein Kit gekauft werden und das Flash-Modul montiert werden auf dem Controller. Cachegate-Support, wie gesagt, gibt es nur bei der 93er-Familie. LSA-Support, das ist ein neues WebGUI, da komme ich nachher noch drauf zu. LSA-Support gibt es für alle 93er. Das ist der Unterschied zum MSM. MSM hat offiziell die HBAs nicht unterstützt. Beim LSA werden alle 93er und 94er HBAs und Megaraid-Controller unterstützt. Performance wieder, auch wieder sieht man die Verbesserungen, die man da hat, von 0,9 Millionen IOPS bis 1,4 Millionen IOPS oder bei der Bandbreite wieder bis zum fast theoretischen Maximum vom PCI Express Bus 6,8 GB pro Sekunde.
Power Consumption auch wieder deutlich reduziert. Der 16-Port braucht 17,7 Watt und der 8-Port zum Beispiel braucht 20,5 Watt. Hier ist noch das LSA nochmal kurz aufgeführt, die Tools. Wie gesagt, wir haben nur noch im Prinzip drei Tools. Wir haben dieses LSI Storage Authority, LSA, das ist ein Web-based GUI. Man braucht keinen Client mehr installieren wie beim MSM, sondern man geht mit einem ganz normalen Browser rein, wählt die IP-Adresse an mit dem Port oder im Prinzip kriegt man bei Installation einen Link dazu, den klickt man an und dann hat man auf dem LSA, auf dem Server dann Zugriff. Also wie gesagt, es wird kein Client benötigt. Es ist performanter als der MSM, der doch manchmal ein bisschen träge war. Die Security wird jetzt nicht mehr von uns intern zur Verfügung gestellt, sondern im Prinzip vom Browser wird die Security hergenommen, also die Browser-Encryption wird genommen dafür. Was halt auch noch ein bisschen besser ist, ist der Backend-Traffic zum Server wird dann leicht geringer. Dann über ein REST-Interface könnte man sogar skripten. Und wir arbeiten mit einigen Herstellern zusammen, um den BMC mit dem LSA auszustatten, sodass in Zukunft man sogar über BMC auf den LSA drauf zugreifen könnte. Wir haben dann ein Unified Store CLI für alle HBAs und Megarate Controller ab der 93er Serie. Wie gesagt, vorher hatten wir ja für so einen Wildwuchs von Tools, vor allem für die HBAs mit SAS2Flash, SAS2ERCU und Store CLI für die Megarate. Jetzt gibt es nur noch diese Store CLI, mit dem man alle Controller überwachen kann oder managen kann. Und im Preboot gibt es dieses Megarate Human Interface Infrastructure, also HII. Wie gesagt, wir unterstützen das Standard MBR Web BIOS nicht mehr, sondern nur noch, wenn jemand im BIOS das RAID einrichten will oder muss, muss er UEFI enablen und ins UEFI BIOS reingehen. Hier hat man eigentlich auch den Vorteil, dass ich auch dann im BIOS Firmware-Updates schon machen kann, was vorher mit dem Web BIOS nicht ging. So, als Übersicht, Summary dazu, also Power Consumption reduziert, man hat bessere Performance und wir haben updated Management and Monitoring Tools. Jetzt kommen wir zum Ecosystem und da kommt es ein bisschen auf die Anwendung. Ganz wichtig für die Controller ist im SAS-HANA-Bereich sozusagen keine Änderung. Ich könnte sozusagen 93er HBA durch den 94er austauschen ohne Probleme, einfach die Platten, die Devices anschicken und ich kann ganz normal weiterarbeiten. Bei Megarate ist es ist genauso. Es gibt nur den Unterschied, wenn ich jetzt ein Cascade-Volume eingerichtet habe, kann euch das nicht vom 94 übernommen werden, weil der ja kein Cascade kann. Also hier müsste ich erst das Cascade auflösen und dann könnte ich sozusagen übernehmen. Ansonsten keine Einschränkung. Bei NVMe sieht es ein bisschen anders aus. Bei NVMe benötige ich ein U.2 Enabler-Kabel. Man hat bei uns intern eine Logik gemacht, offenbar, um universeller zu sein. Das heißt, ich kann sowohl X4, X2 als auch X1 NVMe-Devices anschließen. Und dazu wird das U.2 Enabler-Kabel benötigt. Und jetzt sieht man schon, ich habe beim Controller 8 Lanes und geht dann auf 2 X4 Devices raus. Das heißt, beim 8i kann ich natürlich dann kein Mixed Mode machen, NVMe und SATA, sondern ich kann nur NVMe, 2 NVMe Devices anschließen oder 4 X2 NVMe Devices oder SATA betreiben. Ich möchte also immer einen HiPort Controller, einen 16er, um SATA und NVMe parallel betreiben zu können. Am Anfang wurde für NVMe leider der gleiche Stecker verwendet wie für SAS. Bei Supermicro zum Beispiel hat man so gemacht, dass man auf der Backplane schwarze Stecker aufgemacht hat, HD-Stecker für SATA und weiße Stecker für NVMe. Man muss da sehr vorsichtig sein, ja keinen alten SAS oder SATA-Controller an der NVMe anschließen, weil die Pegel nicht ganz stimmen und da könnte was kaputt gehen. Deswegen hat man gesagt, man geht auf andere Stecker für NVMe, um es zu unterscheiden.
beim Zeitlang wurde Slimline favorisiert. Slimline ist aber jetzt wird der zukünftige Standard für 24G SAS werden. Also hat dann Intel vor 2,5 Jahren entschieden, wir machen das anders, Oculink. Und Oculink ist jetzt der de facto Standard für NVMe. Und die aktuellen Systeme von Intel haben beim NVMe immer diesen Oculink-Stecker drauf. Und die neueren Systeme von, die Perle-Systeme von Supermicro zum Beispiel auch. Aber Supermicro verkauft noch Grantley-Systeme mit Minisas HD drauf. Da es Probleme gab mit Kabeln, haben wir jetzt auch Kabel im Angebot. Wie gesagt, wir haben jetzt zum Beispiel HD zu HD ein Kabel mit einem Meter, dann haben wir ein HD zu Oculink. Intel bietet auch so ein Kabel selber an. Man kann das von Intel holen oder von uns. Und dann gibt es ein HD zu Slimline für OEM-Produkte. Ich habe mal gehört, dass Gigabyte auch Slimline verwenden würde. Habe es aber noch nicht gesehen. Dann, wenn man testen möchte, kann man intern die SSDs direkt anschließen, entweder mit einem halben Meter Kabel oder mit einem Meter Kabel. Das ist zum Beispiel interessant für Leute, die ein altes System haben, keine NVMe-Backplane haben, trotzdem NVMe verwenden will, können die zum Beispiel das Kabel verwenden. Und zukünftig werden wir für Purley, SM Supermicro Backplanes, auch ein anderes Kabel haben, um die LED, also die Error-LED-Ansteuerung, dann bewerkstelligen zu können. Da hat Supermicro ein paar Änderungen gemacht, die nicht ganz dem der Spec entsprechen, und damit geht diese LED nicht. So, Szenario. NVMe, ganz einfach mit dem 16-Port, wenn ich zum Beispiel ein System habe, SAS/SATA und NVMe parallel betreiben möchte, kann ich zum Beispiel beim 16er zwei NVMe-SSDs anschließen und zusätzlich 8 Platten direkt zum Beispiel. Also das wäre zum Beispiel eine Anwendung, wenn ich so ein System habe, aber nur einen Controller verwenden möchte und alles über einen Controller machen möchte. Hier könnte es sein, dass der PCI Express X8 ein Bottleneck sein könnte. Ich denke aber, die NVMe werden im RAID 1 betreiben, sodass ich nicht groß sehe, dass da ein Bottleneck gegeben wird. Das nächste Szenario ist natürlich dann ein Szenario mit bis zu 24 Platten. Hier habe ich, hier zum Beispiel könnte ich einen SAS-Expander haben und dann einen Controller über SAS-Expander direkt die SAS-SATA-Platten ansprechen. Und dann hätte ich sozusagen einen Controller, wo ich vier NVMe-SSDs direkt anspreche. Das wäre zum Beispiel eine andere Anwendung. Wie gesagt, das ist eben eine RAID-Anwendung. Wenn man direkt, werden bei heutigen neuen Systemen viele direkt auf die, wenn sie kein RAID brauchen, direkt aufs Mainboard gehen. Wenn man RAID braucht, wäre zum Beispiel 9460 interessant, weil ich da auch ein RAID 5 zum Beispiel machen kann. Oder ich kann, wie gesagt, einen Mix-Mode machen, dass ich einen Control habe, parallel SAS/SATA und NVMe damit betreibe. Vor allem auch bei alten Systemen, wo gar keine NVMe-Möglichkeit gibt, habe ich die Möglichkeit, über unser internen Kabel direkt NVMe noch anschließen zu können. Für die Konfiguration ganz wichtig hier, muss man wissen, habe ich eine NVMe-Backplane, welchen Stecker habe ich da drauf zum Beispiel, habe ich einen SAS-Expander drauf, das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich ein System habe und da NVMe 3 möchte. Wie gesagt, für NVMe-Platten brauche ich U.2 Enabler-Kabel, auch für Direct Attached. Und bei MegaRAID und beim HBA muss ich sehen, was für ein Profil habe ich. Die Controller werden standardmäßig mit SAS/SATA-Profil ausgeliefert, das heißt, NVMe wird nicht erkannt. Es wird erkannt, dass es ein Device gibt, aber es wird nicht angezeigt. Ich muss sozusagen das Profil ändern. Bei MegaRAID heißt es, ich kann über die Tools die Profile ändern, also auf NVMe-Only oder Mix-Mode gehen. Und nach dem Reboot habe ich dann die Möglichkeit, die SSDs anzeigen zu lassen.
beim HBA muss ich eine neue Firma flashen und dann eigentlich rebooten. Bei der Status-LED mit FNC-Slots, wie gesagt, hatten wir mit den Mini-SAT-HDs Probleme. Die ganz normale Funktion funktioniert einwandfrei, nur wenn zum Beispiel eine SD ausgefallen ist, wurde dieser Slot nicht angezeigt, dass da ein Ausfall war. Wie gesagt, da haben wir einen Firmware-Fix drin für Oculink-Backplanes von Supermicro. Und ganz wichtig, die Activity-LED wird nicht vom Controller gesteuert, sondern von der Backplane, in der Regel von der Platte über die Backplane direkt. Und da haben wir keinen Einfluss, wenn also die Activity-LED nichts macht oder wahllos vor sich hin blinkt, haben wir keine Möglichkeit, was zu ändern. Das wird von der Backplane oder besser gesagt vom Device selber gesteuert. Wichtig ist noch für Sie, dass das Betriebssystem die NVMe-Device und zum Controller als SCSI-Device sehen. Das kann für SCSI-Tools ganz gut, das sind alle Devices. Es kann aber sein, dass zum Beispiel NVMe-Tools sagen, ich sehe da kein NVMe-Tool. Das ist ganz wichtig zu wissen. So, nochmal auf diesen Mixed-Mode und NVMe-Mode. Wie gesagt, wir haben drei Modi, SAS-SATA-Only, NVMe-Only und Mixed-Mode. Bei den Hub-Megarät kann man wirklich SAS-SATA-Only, NVMe-Only und Mixed-Mode als eigene Profile einstellen. Bei den HBAs ist es so, dass ich eine SAS-SATA-Firmware habe und eine Mixed-Mode-Firmware. Mixed-Mode kann ich dann eigentlich auch NVMe-Only machen. Und wie gesagt, extern unterstützen wir das noch nicht. Das wird aber zukünftig dann kommen, wenn es externe Systeme gibt. Wie schon gesagt, die 8-Port unterstützen keinen Mix-Mode. Warum? Weil ich hier die 8 Lanes benötige für NVMe zum Beispiel. Also kann ich da nicht zusätzlich SAS-SATA-Platten anschließen. Hier ist nochmal dieses Modell mit den Profilen. Wie gesagt, beim Megarät kann man die Profiländerung über LSAs, Dorsilai oder HRI machen. Der LSA zeigt einem sogar an, welche möglich sind mit den angeschlossenen Platten. Also wenn ich nur SAS-SATA habe, zeigt er mir nur Mixed Mode und SAS-SATA an. Wenn ich nur NVMe habe, zeigt er mir keine Platten an, aber ich könnte dann NVMe oder Mixed Mode einstellen zum Beispiel. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn die Platten am Anfang nicht angezeigt werden. Beim HBA, wie gesagt, muss man eine andere Firma flashen. Nochmal dieses LSA. So, dann hätten wir alles. Bin ich durch. Irgendwelche Fragen jetzt? Jetzt gebe ich zurück an Sie. Momentan haben wir noch keine Fragen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach noch eine Zeit offen, dass jetzt noch Fragen reinkommen. Es können natürlich auch gerne jederzeit nachträglich die Fragen gestellt werden, per E-Mail oder per Telefon. Also wie gesagt, Anwendungsgebiet wäre bei den Controllern, wäre wirklich, wenn jemand einen, sagen wir, älteren Server hat, NVMe-SSDs verwenden möchte, aber keine NVMe-Backplane hat, da kann er zum Beispiel den Controller nehmen, kann über unser Kabel direkt die SSDs anschließen, so wie man es ja früher bei kleinen Servern ja auch gemacht hat. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Oder bei aktuellen, wenn ich keine zusätzlichen Controller haben möchte, ein Hardware-Rate für die SSDs, NVMe-SSDs möchte, dann wäre auch zum Beispiel der in 9460 eine gute Wahl. Wir haben jetzt keine Fragen reinbekommen. Gut. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.